Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu unserer F2 2021 Season mit Oscar Piastri. Wir sind in Silverstone im Hauptrennen und es wird heute sehr turbulent werden. Auf Schwierigkeit 102 probiere ich natürlich wie immer mein Bestes. Und ja, abonniert gerne den Channel kostenlos und lasst doch gerne ein Däumchen rum da. Hier haben wir Silverstone, also eine sehr tolle Strecke mit zwei DRS-Zonen. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Links mir mal unten in der Bio und auch gerne auf TikTok, IT-Gaming. Kommen immer wieder Clips online und 18 Kurven. Eine sehr flache Strecke und jetzt hier natürlich das eines der Aushängeschilder. Ich glaube, das ist Kurve 7. Ziemlich coole Kurve. Gucken wir uns mal an, wo wir starten. Also wir wissen ja, wo wir starten, wo die anderen zu starten werden. Im Starting Grid. So, hier haben wir Jack Aitken und Dan Ticktum. Eine sehr explosive erste Startreihe. Hinter ihnen werden starten, oh, das liegt aber lang, Armstrong und Drugovic. Und jetzt geht's auf einmal rushen. Schwarzmann, super, 5 und Darweiler, Wips und Lundgaard. Dann haben wir hier Samaya und Lawson, Puigcer und Sato, Su und Zendeli. Dann Nisani und Verschoor. Fittipaldi, der Bruder von, der ist in der Formel 1 anfängt, Beckmann und Viscal, Deleda und wir sind dann am letzten Platz. Wie gesagt, Enzo ist der Bruder von Pietro, der ja jetzt den Platz von Nikita Mazepin übernimmt. Hier ist jetzt mal unser Start. Die 5 roten Lichter, sie beginnen zu leuchten und gehen jetzt aus. Und unser Start war richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Wir kommen hier gar nicht weg. Wir stehen am Fleck. Und ja, ich positioniere mich immerhin hier schon ein bisschen in der ersten Kurve. Und da kracht es ein bisschen. Viscal hat da ein bisschen die erste Kurve gerutscht oder ist da ein bisschen geslidet so. Hier ein bisschen vorsichtig, ja, ein bisschen ins Gras gekommen. Da kommen irgendwie gleich zwei durch. Alter. Ich lasse da extra ein bisschen mehr Platz. Bin noch ein Ticken zu spät eingelenkt. Also bin da ein bisschen vom Scheitel abgekommen. Und jetzt rausbeschleunigen. Bin ich ein Ticken schneller wie Verschoor. Und Nisani und Fittipaldi, die fighten hier. Ich denke mir so, oh, rechts geht gar nichts. Zieht er nochmal lieber auf links und da bremst Ronnie Sane. Es ist so verdammt eng hier, aber das ist leider immer diese turbulente Startphase. Da kannst du halt auch am meisten Plätze gut machen. Innen ist auch wieder jemand. Und es muss Fittipaldi sein. Innen ist auch wieder jemand und. Und der bleibt drauf, Fittipaldi. Wir hängen uns hier ein bisschen im Windschatten von Nisani und der hängt, Alter. Hängt er da in unseren Reifen drin oder. Ja, ich glaube, jetzt hat er zurückgesteckt. Ich wusste auch nicht, ob der jetzt. Keine Ahnung, schon Teil von unserem Auto ist. Der hat da nicht abgelassen irgendwie. Auch auf der Geraden immer gleich schnell waren wir da. Das ist auch das Coole an der Formel 1. Da zählt wirklich noch die Leistung des Fahrers und nicht, wer das beste Auto hat, gewinnt auch. Nein, es ist die Königsklasse und so weiter, ist auch klar. Hier ja, ist es natürlich auch Wettbewerb der Konstrukteure und das sieht man auch. Also teilweise. Salam. Aber jetzt, um hier zurückzukommen, Nisani, nein, da gehen wir noch nicht rein. Vielleicht vor der letzten Schikane, boah, da kommen wir weit drüber, es gibt safe eine Verwarnung. Hier sind sie wirklich gnadenlos. Alter, Nisani, der führt sich hier auf. Ja, ich halte hier auch noch drauf. Ja, genau, Mann. Alter, ja, der geht noch vorbei. Frechheit siegt in manchen Fällen leider immer wieder. Hier muss ich mal innen ein bisschen abdecken. Aber ich habe da auch ein bisschen besseren Exit, dass beide hier vor mir. Nisani könnte mir in der ersten Kurve mit reinnehmen. Alter, da gehe ich viel zu spät auf die Bremse. Das tut mir natürlich verdammt leid, aber ja, es ist leider. Nein, ich lache nicht dafür, dass ich ihn da irgendwie getroffen habe. Aber das tut mir echt leid, dass ich da. Und jetzt zu, jetzt vor uns. Und auch davor ist Zendeli. Also, es ist eine sehr holprige erste Runde. Es war jetzt nicht gerade perfekt, aber es war schon, ja, nah Minimum. Maximum, so. Wir sind das hintere linke Auto. Gucken wir mal, wie die anderen so gestartet sind. Ticktum, glaube ich, hat die Führung übernommen. Ja, der ist auch um eine Ecke besser hier gestartet und hatte auch den Rechtskurvenvorteil. So, erste Kurve ist eigentlich bei uns. Nein, da hat sich gewehrt. Da hat sich einer gewehrt. Ticktum hat, glaube ich, nicht den ersten Platz gewonnen. Ja, das war hier sehr turbulent, muss man sagen. Aber trotzdem, ja, da bin ich weit gekommen. Aber gerade das weite Kommen hat mir mehr Schwung gebracht gegen Verschoor nachher. Und man sieht auch hier, wie eng es wirklich zugeht. Ich wollte auch zuerst rechts überholen, dann zack rechts und jetzt ganz, ja, ganz nach links gezogen. Und ja, zu dritt in die Kurve rein. Ja, genau, dieser Tesla, da ist er reingekommen. Dann ist er wirklich kleben geblieben bis Cops Corner. Ausgang. Chapel und wir kommen an zu dran und geht sich nicht aus, oder?
Nein, wir sind hier zwar dran, muss aber hier vom Gas gehen, um eine Verwarnung. Ja, ich wollte ja keine Verwarnung riskieren. So, Windschatten, ja, easy going. Wir waren ja auch schon fast vorbei vorhin. Der hat nur profitiert davon, dass wir da vom Gas gehen mussten. Jetzt da Will. Nein, es ist Zandelli. Also wir sind auf dem 14. Platz vorgerückt. Ja, ist nicht viel. Also muss man sagen, es sind nur 8 Plätze. Aber trotzdem waren die schon so hart erkämpft und es sind immer noch 8 Plätze, auch nach der 4. Runde. Aber wir sind ja immerhin an Zandelli dran. Der ist, naja, ja, ich gehe hier eine andere Linie. Kann ich mehr Schwung mitnehmen. Dann bremsen wir sehr spät. Das Coole ist auch, man kann hier innen länger dranbleiben. Dann probieren die zwar außen, aber du bist in der nächsten Kurve dann wieder innen und kannst ja echt cool überholen. Ist natürlich auch ein bisschen mit, ja, jetzt haben wir hier sogar DRS bekommen, wenn er kurz vorne war und das genau bei der DSMS-Punktlinie. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn du dich vertust und irgendwie auf eine komplett grüne Strecke kommst, das gibt es wahrscheinlich eh nicht mehr beim zweiten Rennen, aber trotzdem, wenn du da ein bisschen auf eine grüne Stelle kommst, hast du natürlich weniger Grip beim Kurven rausbeschleunigen und ja, hatte ich dann. Aber trotzdem ist es eigentlich immer eine gute Taktik. Hier gibt es die nächste Verwarnung, oder? Verstehe ich nicht. Jetzt gehen mal alle so ziemlich, sagen wir mal, die ersten gehen in die Box. Wir sind schon auf dem 9. Platz vorgerückt und werden die zwei jetzt auch gleich überholen. Schwarzmann mit der schnellsten Rennen und ich glaube, der hat da gerade die Führung übernommen. Wir sind in der 4. Runde und übernehmen jetzt die Führung. Keinen Platz bis jetzt mehr gut gemacht, außer die. Ich dachte mir auch, oh, warum fahren die alle? Guckt da mal unten rechts. 63% denke ich so, jetzt sollten wir auch in der nächsten Runde mal in die Box fahren. Aber das wird sich alles natürlich ausgehen. Wir sind jetzt, ja, das ist schwierig, das ordnet sich gerade erst ein. Einer nur auf weiß. Ah, jetzt kommt er durch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit Drugovic von mir weg ist. Und das sind 25,1 Sekunden. Wir gehen jetzt in die Box, werden wahrscheinlich, hoffentlich in den Top 10 rauskommen, da wo wir auch reingefahren sind. Achter, glaube ich, waren wir. Es gibt eigentlich nur eine Strategie, es gibt immer nur zwei Strategien. Man fährt entweder ewig lange, also zwei, drei Runden länger wie die anderen, ist natürlich die riskantere Strategie, oder man macht einen Undercut, bleibt aber am Ende halt nichts vom Reifen. Wir hatten wir auch schon teilweise. Also, ja, so, da waren nur die Felge da. Da waren nur die Felge da hinten links. Ich hatte das auch letztens erst bei einem Rennen, dass man einfach nur die Felgen drauf geschraubt. Ah, hier liegen auch nur die Felgen herum. Okay. Weiß nicht genau, was die machen. Wir kommen mit Glück bei einer kleinen gelben Phase hier raus. Da hatte wohl jemand einen kleinen Unfall. Ja, das war jetzt aggressiv. Ich dachte mir so, stechen wir da rein. Die sind eh mit dem Fight beschäftigt, aber ich war da viel zu spät auf der Bremse. Das war natürlich mein Fehler. Es gab doch zu Recht eine Verwarnung dafür. Jetzt sind wir im Windschatten von Dario Wallner. Und sechster Platz mit dem, oder siebter Platz mit dem hätte ich nicht gerechnet. Wobei, ja doch, Top 10 hätte ich schon. Aber wir haben sogar zwei Leute undercutten können. Den 8. und den 9. jetzt hier. Oh mein Gott, wie spät ich da auf der Bremse war. Viel zu spät. Dennoch funktioniert das Ganze. Und jetzt sind wir in der 9. Runde. Wir sind schon 5. Aber das Problem ist halt, die ersten fahren da schon nach der ersten Kurve. Die sind schon unten. Also die sind da locker 6, 7 Sekunden weg. Ob wir das schaffen aufzuholen, weiß ich nicht. Wir gucken jetzt hier mal eine Replan. Eine Best of Overtakes. Und das war hier genau erste Kurve. Ja, viel zu spät auf der Bremse. Das tut mir leid. Da verliert er noch einen Platz. Das war nicht gewollt. Absolut war das nicht gewollt. Und jetzt auch hier gegen Zandelli. Genau, hier ganz, ganz spät drauf. Ganz, ganz spät, Alter. Wir gehen hier richtig rein. Da war sogar noch die Spitze gut in der 3. Runde. Er hat mir auch noch nicht so viel überholmanöver. Aber er hat auch durch so manche Brake-Tests und so weiter, da wirst du echt richtig, richtig mitgenommen. Hier sehen wir auch nochmal, ich hoffe, das ist auch noch drauf, den Unfall, weswegen es hier gelb gab. Da sehen wir das. Ja, genau hier. Hier ist ausgeschieden und genau hier durfte ich auch keinen überholen. Ich war, bin auch vorher rausgefahren und habe direkt eine Strafe bekommen, weil ich den überholen muss, überholt habe. Keine Ahnung, warum das Ganze hier so, ich war eigentlich ja vorbei beim Rausbeschleunigen. Ja, trotzdem gab es irgendwie eine Strafe, weil ich ihn überholt habe beim Rausbeschleunigen. Ich war ja vorne, aber trotzdem. Hier gehen wir jetzt mal an TikTok vorbei und übernehmen den 4. Platz. Schwarzmann wollte ich schon sagen. Platz. Und Schwarzmann ist jetzt auch schon vor uns, der auf dem 3. Platz herumfährt. Wir müssen den natürlich auf jeden Fall noch bekommen. Erster Platz, glaube ich, wird unschaffbar. Die fahren da vorne eine unfassbar höllische Pace und sind natürlich auch weit weg. Haben auch Reifen sparen können. Meine Reifen sind, da waren wir echt gut drin. Ja, war okay. War okay auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Die fahren ja da vorne noch ihr eigenes Tempo. Haben natürlich jetzt keine Probleme mit den Reifen, können sich das Ganze einteilen. Mein
Vorteil ist halt, ich bin zwei Runden mit frischeren Reifen unterwegs, also wird jetzt interessant zu sehen, ob die noch was taugen. Die sind doch schon ordentlich bearbeitet vom Pushen. Ich musste ja immer wieder pushen. Jetzt sind wir in der letzten Rennrunde, Leute, und wir sind hier an Drugovic dran. Eine andere Linie gefahren, mehr Schwung zum Rausbeschleunigen. Cops Corner. Können wir ihn Cops Corner überholen? Jetzt hier im Windschatten. Wir machen hier den Hamilton. Wie 2000 und... Ja, wie letztes Jahr alt. Mein Gott, der hält da drauf. Aber ja, es geht auch fairer. Man hat ja dann auch Hamilton gegen Leclerc gesehen. Wir haben es geschafft, hier Drugovic noch zu überholen. Und ihn wirklich fast gefühlt auf der Start- und Zielgeraden noch den zweiten Platz abzunehmen. Schaffen wir es noch an Aitken dran? Wird wahrscheinlich... Ach, da kommen wir ins Gras. Die Reifen sind viel zu heiß. Und ja, wir kommen nicht mehr richtig dran. Das wird nichts mehr, Leute. Wir sind zu knapp dran. Das ist wirklich wahrscheinlich eines der knappsten Duelle, die wir verloren haben bis jetzt. Das kenne ich nicht. Dass wir da wirklich... Ach, das war eine Runde vorher vielleicht. Vielleicht war das die Runde, die ich länger draußen war mit den gelben Reifen. Dass die auch jetzt hier uns schlussendlich den Platz gekostet hat. Jetzt hat Drugovic uns überholt, aber ja, Bruder... Den Platz gehört uns. Trotzdem, ich finde es cool. War echt ein sehr entspanntes Rennen, sehr spaßig. Aber wirklich auch hart vom Arbeiten her. Wir mussten richtig, richtig rein arbeiten, reinfuchsen. Der Helm sieht ziemlich nice aus, muss man sagen. Ist das The Leather? Oder wer hat da jetzt gewonnen? Ich weiß gar nicht. Ich kenne den nicht. Kann auch sein, dass ich jetzt irgendwie instinktiv links gelesen habe. Aber komplett lost bin, wer da jetzt gewonnen hat. Ich weiß, dass ich auf 2 bin. Drugovic auf 3. Nein, das muss dann Jack Aitken sein, oder? Es ist Jack Aitken, ja. Gut, war auf jeden Fall ein sehr entspanntes, spaßiges Rennen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich habe das Beste gegeben und wir waren knapp davor. Eine Runde, wie man so schön sagt. Aber wirklich, es wäre nicht viel mehr als eine Runde gewesen, die uns hier gefehlt hätte, um den ersten Platz zu übernehmen. Schade, schade, schade. Aber man kann nicht immer gewinnen. Geschichten schreibt das Leben. Okay, das passt jetzt hier gar nicht. Aber trotzdem, man kann nicht immer gewinnen. Und ja, im Fall von Piastri hat er ja eigentlich den Jackpot gezogen und hat einen Ersatzfahrerposten in der Formel 1. Ja, auch unser Teamkollege ist hier Sechster geworden. Okay, ich meine, ja, da wäre mehr drin gewesen. TikTok auch noch einen Platz verloren. Drugovic, sehr stark, muss man sagen. Auch so, wenn man komplett guckt hat, haben wir da die besten Aufholjagd gemacht. Aber auch so ein sehr spaßiges Rennen. Auch Drugovic war sehr gut unterwegs. Schaut gerne auf Instagram vorbei, IT-Gaming, oder auch gerne auf TikTok, IT-Tobi. Könnt ihr gerne vorbeischauen, da gibt es wirklich viel Stuff. Wir sind fast 10.300 Leute und mir geht fast die Luft aus. Links wie mal unten in der Bio. Vielen Dank fürs Zugucken und abonniert wie immer auch gern kostenlos, oder nicht wie immer, oder? Abonniert kostenlos gerne den Channel, lasst doch gerne irgendwie einen Daumen da. Vielen Dank fürs Zugucken, bis später auf TikTok und morgen hier. Ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.